Moin, ihr wunderbare Menschen des Interwebs. Mein Name ist MarcelsPlay und ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu meinem Hitman 2016 Trophäenguide. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der versteckten Trophäe Persönliche Note. Dafür müsst ihr Zaydan als Gefangener töten, Strandberg während der Massage und beide mit dem TPC-Geschütz. Wir beginnen mit der Massage. Dafür müsst ihr sicherstellen, dass ihr die Mission ohne Waffe startet. Das heißt, nehmt euch eure verborgene Waffe raus aus dem Inventar. Die braucht ihr nicht. Die braucht ihr im Allgemeinen bei keiner der drei Aufgaben, die ihr zu erledigen habt. Deswegen könnt ihr, wenn ihr das eine erledigt habt, gleich die Mission neu starten. Ihr überspringt wieder die Intro-Cutscene und geht rechts entlang und folgt dem Weg. Danach geht es links und bei der nächsten Möglichkeit wieder rechts. Da seht ihr eine Wache stehen und die schaltet ihr erst einmal aus. Habt ihr dies erledigt, schnappt ihr euch den Körper der Wache und versteckt den hinter dieser Tür. Dort habt ihr eine Möglichkeit, das die Wache zu verbergen. Danach verkleidet ihr euch als diese Wache und dann geht es erstmal schnurstracks in das Gebäude hinein. Seid ihr im Gebäude angelangt, geht es nach links. Und ihr geht hier in diesen Raum. Und jetzt müsst ihr sehr, sehr schnell sein, damit ihr das in der Zeit schafft. Ihr schnappt euch die Dose und zwiebelt dem Officer die erstmal über den Kopf drüber. Und dann schnappt ihr euch den. Der Masseur ist so abgelenkt, er kriegt es absolut nicht mit, wenn ihr den bewusstlosen Officer in den Schrank versteckt. Danach schnappt ihr euch gleich den Masseur und den versteckt ihr auch darin. Seid ihr gut in der Zeit, könnt ihr euch gleich als Masseur verstecken. Ihr müsst ein bisschen auf die Karte achten, denn es wird der Mann, der gerade rausgegangen ist, wieder in den Raum hineingehen. Habt ihr zu viel Zeit verloren und da reicht schon eine Sekunde, versteckt ihr euch erst hinter dem Tisch und wartet, bis er wieder rausgegangen ist und verkleidet euch erst dann. Habt ihr das alles erledigt, geht es zur Rezeption und ihr meldet euch an, dass ihr der Masseur seid und zu Strandberg möchtet. Connie Engström, Monsieur, here for an appointment with Klaus Strandberg. Oh, Mr. Engström, please proceed to the massage room. It's upstairs on the right. I'll inform Mr. Danach geht's die Treppen rauf und ihr lasst euch von den Polizisten auch filzen. Klaus Strandberg, go hey, to the massage room. I need to search you. Your session awaits. I repeat, Klaus Get off my Strandberg, face. Not me. please go to the Not massage me. room. That's fine. Have a nice day. Danach geht es die Treppen nach oben und ihr geht geradeaus rechts in den Raum hinein. Most wanted man in Morocco. Ah, so the man with the golden touch. Let's get started. Shall we? Ah, this muscle tension is killing me. Why don't you lie down, Mr. Strandberg? Oh, please, call me Klaus. Der Officer wird jetzt ebenfalls den Raum verlassen. Das heißt, es wird euch auch hier keiner zu Gesicht bekommen, wenn ihr ihm das Genick umdreht. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass man bei einer Massage seine kompletten Klamotten anlässt, aber gut, jeder wie er möchte. Ihr hört ihm ein bisschen zu und irgendwann habt ihr die Option, ihm das Genick zu brechen. Das macht ihr natürlich. Und damit habt ihr ihn als Masseur schon mal erledigt. Danach könnt ihr die Mission einfach neu starten, da der Kill gespeichert wird. Wieder überspringt ihr die Anfangs-Cutscene und geht diesmal nach links. Ihr geht durch das Gebäude, durch das wir auch im Walkthrough gegangen sind. Diesmal habt ihr keinen Schraubenschlüssel dabei, dem ihr den alten drüber zwiebeln könnt, aber das ist auch nicht wichtig, da wir nicht nach dem lautlosen Killer gehen. Ihr haut dem einfach eine drüber, schnappt euch den Schlüssel für die Schule und dann beseitigt ihr wieder den
bewusstlosen Körper. Danach geht's wieder weiter mit der kleinen Kletterpassage. Und ihr rutscht wieder komplett nach unten. Und dann geht es geradeaus weiter. Hier müsst ihr jetzt aufpassen, da wir jetzt so in der Zeit liegen, dass diese Wache sich noch nicht umgedreht hat. Das heißt, ihr müsst einen kleinen Augenblick warten. Und dann könnt ihr an ihm vorbeilaufen. Dann geht es wieder links durch die Tür hindurch. Und hinter der Tür steht wieder diese Wache. Ihr schleicht euch an ihn heran. Und überwältigt ihn. Danach schnappt ihr euch die Kleidung. Da er hinter der Kiste liegt, ist es irrelevant, ihn zu verstecken, weil ihn dort keiner finden wird. Und dann geht ihr durch das letzte Fenster hier. Ihr geht aber nicht links durch die Tür, weil dort schöpfen die Wachen Verdacht. Ihr geht durch dieses Klassenzimmer hier. Und dann seht ihr rechts, wie der General einen Gefangenen verhört. Ihr stellt euch ein bisschen mit dem Rücken zu ihm, da er der Einzige ist, der euch hier jetzt identifizieren kann. Und er wird dann diesen Raum wieder verlassen. Das ist eure Möglichkeit, den Raum zu betreten. Jetzt habt ihr hier natürlich noch eine Wache. Und die schaltet ihr erstmal aus, da die Wache genau so steht, dass die Wand dazwischen ist. Das heißt, es bekommt niemand mit. Die Waffe könnt ihr liegen lassen, die müsst ihr nicht mitnehmen. Danach schnappt ihr euch die Wache und verscharrt die in dem Schrank. Und dann ist der Gefangene dran. Den überwältigt ihr ebenfalls. Und den Körper packt ihr auch in den Spind hinein und dann verkleidet ihr euch als der Gefangene. Habt ihr dies erledigt, setzt ihr euch auf den Stuhl und dann müsst ihr ein bisschen warten. Der General wird sich wieder zu euch begeben. Hey. Ich habe das Ganze hier auch ein bisschen vorgespult. Es kann sein, dass ihr 1-2 Minuten warten müsst, bis er wieder hier auftaucht. Dann wird er in den Raum gehen, aber er sieht die Waffe auf dem Boden liegen. Das heißt, er alarmiert die Wache, die draußen steht. Es wird euch aber nichts passieren. Man wundert sich, warum liegt hier einfach eine Waffe auf dem Boden. Der Soldat nimmt die auf, verschwindet wieder. Und dann kümmert sich der General um euch und ihr habt die Möglichkeit, ihm... Und ihr habt die Möglichkeit, ihn umzubringen. Don't tell me you're sleeping, Syed. Target down. Move on to Klaus Strandberg. Und damit wäre auch diese Challenge erledigt. Den General als Gefangener töten. Kommen wir zum TPC-Geschütz. Dafür müsst ihr beide damit töten. Als allererstes habe ich wieder die Cutscene übersprungen und habe das Ganze ein bisschen beschleunigt, da ihr diesen Weg bereits aus dem Walkthrough kennt. Und zwar geht es wieder in die Tiefgarage. Seid ihr in der Tiefgarage angekommen, müsst ihr hier nicht stealthen. Ihr geht links nach unten und erklimmt die Wand wieder. Dann geht ihr in den Raum geradeaus und aktiviert den Generator. Besser gesagt, deaktiviert den Generator, Entschuldigung. Und dann wird eine Wache kommen und nachgucken, was ist hier jetzt los, was ist passiert. Und sobald er im Raum ist und sich das Ganze anguckt, klettert ihr wieder hindurch und stellt den Kerl erstmal ruhig. Habt ihr dies erledigt, verkleidet ihr euch als diese Wache und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Feueralarm auslöst.
Den findet ihr gegenüber von dem Raum. Dort könnt ihr den Schalter umlegen. Danach wird nämlich das Ziel erst einmal isoliert. Danach geht ihr wieder hier die Treppen runter und diesmal links durch die Tür. Warum dies auch wichtig ist, ist, weil diese Wachen hier in diesem Bunker nun auch auf die Suche gehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten könnt ihr das nicht erledigen, das gleich kommt. Ihr folgt dem Gang bis zum Schluss und dann habt ihr hier eine Wache, die euch verdächtigt. Der geht ihr erstmal aus dem Weg und dann werft ihr nach rechts eine Münze, damit er kurz abgelenkt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, damit ihr euch die TPC-Information durchlesen könnt. Die findet ihr ganz links. Ich habe hier aus Versehen das Fläschchen mitgenommen, das wollte ich eigentlich nicht. Das war wieder, weil ich zu schnell gedrückt habe. Und er kommt euch jetzt hier entgegen, das heißt, ihr umrundet ihn einfach einmal. Es kann auch sein, dass er sich einfach wieder umdreht und euch nicht entgegenkommt. Bei dem Playthrough hat er sich gerade entschieden, mir entgegenzukommen. Danach geht es die Treppen weiter nach oben und ihr geht auf der anderen Seite dieses Bunkers nach draußen. Und dann folgt ihr erstmal dieser Route hier. Und dann seid ihr auch schon fast bei dem TPC-Geschütz angelangt. Ab hier seid ihr jetzt eigentlich in der Safe Zone. Ihr müsst jetzt nur ein bisschen Geduld bewahren. Es kann jetzt sein, dass ihr hier gut 3 bis 4 Minuten warten müsst und sitzen bleiben müsst, bis sich eure beiden Ziele hier versammelt haben. Ich werde das dann auch gleich wieder ein bisschen vorspulen, bis die beiden dort angelangt sind. That is Klaus Strandberg, most wanted man in Morocco. Stehen die beiden in der Mitte, könnt ihr das TPC-Geschütz zünden. Und das ist mit einer der coolsten Kills, die ihr machen könnt, wie ich finde. Danach könnt ihr die Mission ganz normal beenden, damit ihr auch die ganzen Challenges bekommt, die ihr gerade abgeschlossen habt. Und das war's auch schon. So bekommt ihr die Trophäe persönliche Note. Wie immer möchte ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und hoffe, dieser Guide hat euch weitergeholfen. Wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Hitman-Guide wieder. Bis dahin, ciao!